Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia Rebirth. Ja, wir sind jetzt hier raus aus der Höhle, rein in dieses Fort von der Fremdenlegion oder von der Legion her. Und da haben sich die anderen wohl auch zurückgezogen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier finden. Da ist. Hä? Da unten brennt ein Licht. Und da oben die zwei Fenster. Da ist auch ein Licht an. Ich komme hier nicht weiter. Achso. Und sie meint ja, sie kann sich oder könne sich erinnern an dem Ort hier. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Ein kaputtes Querpatronen. Das alles hier für Pakete. Jo, das ist nur noch zur Hälfte ganz. Was ist das? Kann ich das aufmachen? Okay, hier müssen wir uns. Das sind Streichhölzer, das müssen wir uns merken. Dann, was ist das hier? Können wir die Kisten aufmachen? Nee. Das wollte ich schon sagen, ist das ein Schießstand? Oder sind das hier Gräber? Das sind Gräber, ne? Ja, da ist ein Helm oben drauf. Das sind Gräber. 5 Gräber. Tja, von der Fremdenlegion oder von unserer Expedition, von unserer Mannschaft? Das ist die Frage. Hier, da ist ein Panzer. Ein kleiner Panzer. Da hinten ist ein Grab. Mit Namen drauf. Das ist der Doktor. Das ist da drin, ne? Ich gehe jetzt da gleich rein, aber ich will erstmal hier. Leichen Sie Gott ab, ich. Vive la bloody revolution. First Metro Tessation Legion. Legio First Ernest Duguari. Das scheint keine von Expedition zu sein. Hast du mir das nicht so den Eindruck? Wir gehen da gleich rein. Aber. Ey. Let's take a look in that building on the left there. Malik, you and me up front? Ich habe jetzt schon ein paar Mal. Over here. I think this is a water pump. Ich habe jetzt schon ein paar Mal es gehabt, dass ich irgendwas gemacht habe und dann bin ich da wo runtergefallen oder habe zwei Portale nicht, ein Skorpion, zwei Portale nicht verwendet, weil ich irgendwas zuvor schon gemacht habe. Ich mache hier alles. Ich mache überall Unordnung.
Ja, das schaut wie nach einem Brunnen aus hier. Ich gehe da nicht drauf. Da ist die Tür verriegelt wie verrückt. Sind die Einheimischen hier so krass gewesen? Also die... Wasser drin. I'm just not thirsty. I should be, I know, but I don't think I can stomach it. Ja. Es ist noch so eine Geschichte. Eigentlich solltest du sehr durstig sein und hungrig und alles Mögliche. Oder sollten wir das sein? Aber wir sind wohl nichts von dem Gleichen. Gehen jetzt gleich hin. Da ging noch eine Treppe nach oben hier, ne? Wollen wir da noch raufschauen erst? Dann haben wir nämlich alles da hinten einmal erforscht auf der Seite. Das sind auch Patronenhülsen. Eine alte Kanone. Noch Patronen ohne Ende. Alter Helm. Ich kann das Ding schieben? Jetzt dachte ich, sie kann es aufmachen. Malik Tamburo, Führer, erste Wache. Da ist eine nächste unserer Expedition. Papier Sudansee, kein Visum nötig. Reise von ist schon in Algerien. Gibt nicht viel zu sagen. Malik kümmert sich wie immer um die Vorbereitungen. Kauft Vorräte und so. Rachel, Erinnerung. Extra Wünsche an ihn in Alger zu senden. Ihm Rachel so früh wie möglich vorstellen. Er ist ein guter Freund und kann sich davon abhalten, Dummheiten zu begehen. Mir schon tausendmal passiert. Ihm außerdem Tassis Situation erklären. Was ist unsere Situation? Er würde alles für sie tun, auch wenn sie das nicht weiß. Into that argument with your dad about the mules? He was so furious, but all he did was stand there and say, "It's your decision, Mr. Victor." Never even raised his voice. Well, I think he's getting close to that with DeFreeze. Positively sarcastic. Okay. Jetzt müssen wir fast oder bald alle Expeditionsteilnehmer müssten wir jetzt fast alle haben, ne? Dürften nicht mehr viele fehlen, wo wir diesen, guck mal, unsere Spuren, die bleiben sogar,
wo wir diesen Steckbrief gefunden haben. Genau, schauen wir, sind genau bis hierher gegangen. Zeitung verbrannt. Psst, mach nicht so Lärm. Ich hab's kaputt gemacht. Da haben wir nochmal Streichhölzer. Können wir nicht aufmachen. Damn you. Ah, okay, warte. Wir haben genügend Streichhölzer. Diesmal brauchen wir nicht sparen. Ist nichts drin. Das ist wieder ein Kompass. Wenn wir das gewusst hätten. Können wir das anmachen? Ne. Dann hätten wir das alles mit einem Streichholz gemacht. Wir nehmen die hier mit. Ne. Halt. Über die Ding hier vor. Nee. Oh, da hinten ist ein Grab. Mit mehr Patronen. Nee, kein Grab. Stores. Quantermas Stores. Vorräte des Quartiermeisters. Okay. Also, bevor wir dahinter gehen, versuchen wir jetzt hier mal reinzugehen. Und schließlich haben wir von dort drin dieses Funkgerät gehört. Vielleicht hätten wir doch erst alles draußen durchsuchen sollen. Verdammt. Können wir wieder rausgehen? Sorry. Aber mach mal das erst draußen. Wenn ihr hier so viel gleich nachlädt, dann ist das hier wohl etwas Größeres. Das heißt, wir gucken dann doch erstmal draußen alles an. Nicht, dass wir hier irgendwo wieder in ein Loch fallen. Gehen wir nochmal rauf.
Wenn man das lesen könnte, was da steht. Also da können wir auf jeden Fall runterspringen. Aber das mache ich jetzt nicht. Nicht, dass wir nicht mehr hochkommen. Streichhölzer. Okay, jetzt haben wir schon zwei Stellen, wo wir Streichhölzer finden könnten. Alles sehr komisch, alles sehr komisch. Okay, jetzt gehen wir noch mal dahinter. Zum Quartiermeister. Unsere Spuren. Jetzt kommen wir in den Innenhof, oder? Wo wir von oben runter geschaut haben. Ja, genau. Okay. Ein tiefes Loch. Kein Zugang ohne die Erlaubnis von Hauptmann Leverie. Kein Zutritt. Naja, pfeift drauf. Ist ja sonst keiner mehr da, außer wir. Auch zu. So, okay. Also beide zu. Die hintere Tür und die hier. Dann gehen wir jetzt rein. Dann haben wir jetzt eigentlich hier alles. Die Tür da unten ist zu. Die hinter mir ist zu. Sonst kommen wir nirgendwo mehr rauf. Ne? Sonst kommen wir nirgendwo mehr rauf. Cassandra, die, das heißt, sie rufen uns. Aber langsam, da müssten die jetzt hier drin sein. Da müssten die jetzt da sein, oder? Wenn die jetzt das Flugzeug rufen. Aber wer ist zurückgeblieben am Flugzeug? Keiner, sind doch alle aufgebrochen, sind doch alle in die Höhle. Ha. Ist eigentlich so mysteriös, so komisch. Okay, der schaut hier aber sehr. Seltsam aus. To get to that radio. God damn it. I need to get in there. This is Dr. Davis from the Ministry. Cassandra Crew, please respond. This is futile. Just keep talking, Doctor. Keep talking. I'll find a way. Das ist das erste Mal, dass wir Öl gefunden haben. Das allererste Mal. So ein Streichhölzer drin sieht man gar nicht.
Zu spät. Da wäre eine Kerze noch gewesen. Nicht denn hier? Was ist das hier? Kitchen. I suppose I should be hungry, thirsty. I just feel a bit sick. I don't think I can help. Da müssen wir erstmal hier hinkommen. Oh, Schock. Warum kann die die Dinger nicht mitnehmen? Hä? Die Lampe ist aus? Warum? Höre ich die Stimmen, oder? Mama, bitte sprich mit Papa für mich. Bitte, er beantwortet meine Briefe nicht. Das ist kein Ort für mich. Die Männer sind grausam, das Land ist grausam. Ich flehe dich an, ich flehe ihn an. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um es wieder gut zu machen. Wenn er sich meiner nicht erbarmen kann, dann frage ihn, ob er unsere Familiennamen wirklich hier im Staub aussterben lassen will. Ich vermute, einer von der Legion. Auch noch eine Lampe. Jetzt, weil ich schon ein Feuerzeug anhab, Mist.
jetzt auf oder nicht? Ja, doch. Es ist Licht wieder ausgegangen. Fluch der Hölle. Staub und Wüste, schlaffe Fahnen, ich träume von dir. Ruf deinen Namen. Eine Blume blüht, sie verliert ihren Schimmer. Die Sanduhr läuft aus, ich rufe noch immer. 10 Jahre vorbei, die Zeit ist verronnen. Ich reise heim, mein Kopf ist gewonnen. Niemand wartet, schon lange nicht mehr. Ich finde nur Echos und leere Zimmer. Ich mach die Lampe hier gar nicht an, die geht so gleich wieder aus. Okay, ich muss hier raus aus dem Dunkeln. Warte. Da waren wir. Hä? Der Ilfried ist ein Djinn aus Feuer und Flamme. Die Rache, die einem Mörder gewünscht wird. Unerbittlich, unaufhaltbar, der Untergang ganzer Städte. Er steigt aus der Trostlosigkeit empor, aus der schlagenden Landen, und sein Zeichen ist ein gleißendes Licht. Es riecht die Lebenskraft seiner Opfer und erfasst sie mit seinem brennenden Auge, bis kein Leben mehr zurückbleibt. So wie eine Spinne eine Fliege aussaugt. Ein Ju-Al-Mas-Ala, ein Bittgebet und wahre Buße sind der einzige Schutz. Der Ghul ist ein niederträchtiger Djinn. Er ist ein Wesen der Angst, der List und des Schattens und lebt tief unter der Erde. Wenn er Menschenfleisch riecht, gräbt er sich durch den Sand hinauf in die Welt. Gleich, ja, was? 3-4 Stunden? Um sich bei Reisen fand. Er ist tückisch und spricht mit menschlicher Stimme, um seine Opfer ein rauen Ohr zu locken, wo er sie abschlachtet, verschlingt und ihr Blut trinkt. Was ist das denn hier? Der Ashan-Mutter ist ein Djinn der Heilung und der Beistand in der Wildnis. Sie ist wild und launisch und kann nicht herbeigerufen werden. Wenn ihr Mitgefühl geweckt wird, zeigt sie jedoch manchmal Güte und gibt den Sterbenden von ihrem Körper zu trinken, um ihren Durst zu stillen, oder führt jene, die an den weichen Orten wandern. Was ist das? Noch einer. Der Hatif ist ein Djinn des Rufens, die einsamen Stimmen in der Wüste, der Ruf eines völlig Verlassenen und Hilfsbedürftigen. Doch die Stimme ist körperlos, bloß aus Luft und Träumen gesponnen. Sie überfällt die Erschöpften und Geplagten. Das macht mich fertig hier, Leute. Haben wir das hier angezündet? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Hier waren wir, ja, in der Küche.
Genau, von hier sind wir gekommen. Boah, ich verliere hier total die Orientierung. Das Vieh. Oh Gott, da ist jemand. French trooper, I suppose. Trouble with the locals. Could be. Bite marks too, see? Hyena maybe. A damn big one. Didn't finish its meal. Da ist noch eins. Dr. Anton Meizin, Arzt. Jetzt haben wir das vom Arzt gefunden. Papiere, Schweiz, braucht ein Visum. Sterling Senior bestand auf einen Expeditionsarzt, weil seine Leute den Einheimischen nicht vertrauen. Habe ihm gesagt, dass wir eine Woche in Kayas verbringen werden, nicht 3 Monate im Dschungel. Aber davon wollte er nichts wissen. Also hat er diesen Typ mitgeschickt, weiß nicht viel über ihn, aber sie zahlen ihm bestimmt eine ganze Menge, wenn er dafür seine Praxis in der Schweiz zurücklässt. Er scheint sein Fach zu verstehen. Ob er mit Afrika zurechtkommt, das werden wir noch sehen. Oh, the doc? Yeah, he seems okay. Between you and me? I think he's a drinker. Maybe they sent him out here to dry out. Okay. Schenke fest. Okay, jetzt müssen wir wirklich fast alle von der Expedition haben, oder? Warum ist die Tür zu? Er hat die Tür zugemacht. Federarm, Bettgestell, Drehbank, Drehbohrer, stabiler Rahmen, Bank, Wind vom Aufzug. Winde vom Aufzug. Haben doch hier schon das Licht gemacht, Leute. Wir hatten hier doch schon Licht. Shit. Da, schau mal, ist schon wieder aus. Die brennen nicht sehr lange. Und dann kriege ich wieder Panik hier. Diese blöden Lampen hier nicht leuchten die ganze Zeit. Da waren wir schon. Okay, Leute. Boah, da ver... Ich verlaufe mich hier total da drin. So ein Scheiß. Okay. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen für die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir müssen mit dem Lift irgendwo, glaube ich, nach oben fahren. Vermute ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, ob wir schon alles hier erforscht haben in diesem Labyrinth. Das Fiese ist, dass die Lichter mal ausgehen. So weißt du nicht, ob du da, wo du schon warst, nicht schon warst oder doch noch nicht warst.
Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin hoffe ich doch, wenn wir hier weiter gucken und hoffentlich an das Funkgerät geraten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Oh Mensch.